So, wir haben alle unsere Sachen hergebracht. Endlich. Endlich. Alles gut soweit. Dann können wir ja eigentlich mit unserem ersten Auftrag starten. Und zwar hat der Förster gesagt, wir sollen da hinten ein paar Bäume fällen. Da hinten. Ja, man sieht auch schon, der hat das alles markiert. Ja, dann bewegen wir uns mal dahin. Zuerst mit unserem Skitter. Nee, nicht Skitter. Mit unserem Feller. So. Dann fahren wir mal dahin. Weiß gar nicht, ob ich da durchkomme. Aber wir gucken mal, dass wir das schaffen. Wir sollen hier nämlich zum einen ein paar kranke Bäume aussortieren. Und ja, zum anderen. Achso, wir müssen noch die richtige Höhe einstellen, die richtige Länge. Wir machen so lang wie geht. 15 Meter. So, und dann. So. Ist schon krass, wie gut die Maschinen heutzutage geworden sind. Na, früher hat man das alles noch mit der Hand gemacht. So wie Onkel Bernhard. Also der hat es mit Sicherheit noch per Hand gemacht. So, Sägen. Hallo, bleibst du mal stehen? So, ich guck mal, dass ich die schon alle hier richtig hinlege. Dann haben wir es nachher leichter zum Aufladen. Zwei Bäumchen haben wir schon. Ist ja, geht ja gar nicht so langsam. Und hier kommen wir auch gut durchgefahren. Können Sie mal stehen bleiben? So, wo ist denn das Bäumchen hin? So, dann sägen wir den hier auch ab. Ja, andersrum. Gucken wir mal, ich weiß gar nicht, ob ich. Ich glaube, den säge ich einfach so ab. So. Also, nee. So. Ja, wir müssen hier erstmal unser erstes Geld verdienen. Weil wir einfach gar nichts haben. Ja. Ja, ich weiß das denn. Nein! Was habe ich denn jetzt gemacht?
Dann fahren wir mal rein hier in den Dschungel. Also der Feller ist schon eine recht coole Maschine. Man muss nur ein bisschen damit zurechtkommen, aber dann macht er alles automatisch. Das ist sehr cool. Ja, wenn die Bäumchen liegen bleiben würden, wäre ein bisschen cooler. Und jetzt holen wir den da hinten noch. Oh. Kommen wir da dran? Muss man die ganze Maschine ausnutzen. Sonst reicht trotzdem nicht. Kann ich eigentlich den Kopf auch umdrehen? Weil der Stamm liegt ja dann irgendwie nicht so gut. Wir gucken gerade mal, ob das klappt. Die Forstwirtschaft ist schon ein hartes Brot. So. Aber so passt es ja auch. Wenn der Bernhard uns doch bloß ein bisschen Geld noch vermacht hätte. Aber nee. Der hat alles gleich, hat alles ausgegeben. Sein Tod war ja auch ein bisschen unvorhersehbar. Ja, es war ein bisschen plötzlich. So, irgendwann werde ich es wahrscheinlich schaffen, dass ich... Ah, hier, guck, wir können doch den Kopf drehen. Warum will der jetzt den Baum hier nicht absägen? So, jetzt. Wir werden das alles hier hinkriegen. So ein kleines Stückchen. Also das hätte jetzt nicht sein müssen, ja. Aber wir verwerten hier natürlich alles.
So, dann haben wir da unten noch einen. Ich bin schon dem Bernhard ein bisschen dankbar. Also ich nicht mehr im Büro sitze, sondern inzwischen ein bisschen draußen arbeiten kann. Ja, also die Büroarbeit war auch... Hallo, was ist denn jetzt los? Der Baumstumpf ist wohl ein bisschen zu hoch. So, wir kriegen das alles gebacken. Das Baumfällen heute, das ist unser erster Schritt. Oh, da kommen sogar fast drei Loks raus. Ne, das wird wieder so ein... Ja, okay. So, muss gerade mal gucken. Da unten hat er noch einen markiert. Unser lieber Förster. Wir müssen ja ein bisschen darauf achten, dass wir den Wald wieder ein bisschen besser hinstellen. Das ist ja unsere Aufgabe hier. Oh, das war jetzt ein bisschen ungeschickt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir den hier wieder aufgreifen können. Na. Müssen wir gerade mal unsere Molochsäge rausnehmen. So. Ja, jetzt haben wir einmal was Falsches gemacht. So. Jetzt weiß ich nur nicht, wie lang der sein muss. Wenn wir hier laufen, ist es 1, 2, 3... 4, 5. Okay. Gucken wir mal, ob wir das so hinkriegen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir einfach mal hier einen Cut. Ja, wird schon passen. Jetzt habe ich gerade noch was gesehen. Das könnte man hier mal... Ja, der Baumstumpf, der nervt mich nämlich ein bisschen. Dann machen wir den mal gerade weg. Kann man hier besser drüber fahren. So. Ne, die Forstwirtschaft ist nicht nur Zuckerschlecken hier. So, ich glaube, einen Baum haben wir da unten noch. Nee, das sind noch mehr. Dann ziehen wir die aber hier nach rechts raus. So. Ich weiß gar nicht, wann das Sägewerk offen hat. Ich hoffe mal, wenn wir da hingehen, dass es auch offen hat. Weil hier in Stappenbach, die arbeiten nicht so viel. Ja. Deshalb wollten die wahrscheinlich auch, dass ich hierher komme. Weil sie wissen, dass ich mehr arbeite wie die.
Ich hoffe mal, der Baum fällt nicht runter. Also, der rollt nicht runter, hoffe ich. So, wo haben wir noch einen? Da unten. So. Oh, da steht noch einer. Ne, der Förster will ganz schön viel Arbeit von uns. Der will, dass wir richtig ranklotzen hier und seinen Wald aufräumen. Aber ist auch notwendig durch den Borkenkäfer, der hier drin ist. Ja, ist schon schlecht hier. Der hängt im anderen Baum. Oh, guck mal, wie kaputt der ist. Nein. Oh. Jetzt habe ich gedacht, ich... Hallo? Hey, jetzt hat man fast die Maschine hier umgeworfen. Weg damit. Sieht auch schon gut aus hier. Ich glaube, das war's jetzt in diesem Abschnitt. Dann holen wir hier noch ein, zwei Bäume weg. Na, ist der jetzt nicht abgesägt? Ganz schönes Chaos, was wir hier anrichten. Oh, und wieder so ein kleines Schnipselchen. Darauf könnte ich eigentlich immer verzichten. Nein, nein! Stell dich wieder hin. Stell dich hin. Können wir hier jetzt sägen? Ah, so. So, komm, dreh dich. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Das nennt sich dann wohl Tree Escape. So, jetzt sägen wir einfach mal. Boah, das war heikel hier. Wir können nicht einfach unsere 300.000 Euro Maschine so kaputt machen. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob der hier auch markiert ist. Den hat er nicht markiert. Und da steckt was drin. Da ist irgendwas. Da steckt irgendwas drin. Den müssen wir auf jeden Fall fällen.
Ach so, Säge anmachen. Wäre ganz geschickt. So, weg mit den Bäumen. So, aber das soll es auch mal erst gewesen sein. Wir müssen jetzt mal die Bäume abtransportieren. Das heißt, den hier fälle ich jetzt noch. Nein, falsche Richtung. Och, Menno. Also manchmal. Manchmal bin ich nicht so geschickt. Kriegen wir noch ein bisschen Platz, um zu drehen. Vielleicht probieren wir es einfach mal so. Das war eine kluge Entscheidung. So. Das haben wir erstmal geschafft. Die Säge können wir abstellen. Und dann stellen wir mal den Skitter zurück. Ach, ich sage immer Skitter. Den Schneider hier. Den Vollernter. Nennen wir es Vollernter. So, den stellen wir jetzt zurück. Und dann machen wir uns... Dann machen wir uns ans ja, Beladen von unseren Trailern. Die müssen wir natürlich auch erstmal runterstellen. So ein Knicklenker ist schon ein bisschen schwerer zu fahren, weil der einfach so extrem schnell einlenkt. Gut, dann, was machen wir als nächstes? Ich glaube, wir stellen mal kurz die Trailer rüber und dann geht's weiter.